Die beiden besten Worte im Basketball sind Game 7. Diese siebten und alles entscheidenden Spiele von Playoff-Serien sind immer Must-Watch-TV. Für den Verlierer ist die Saison vorbei, der Gewinner zieht weiter. Eine lange, lange Playoff-Serie geht zu Ende, alles entscheidet sich in einem letzten Aufeinandertreffen. Ich meine, was gibt's daran nicht zu mögen? Die Astronserie zwischen den Golden State Warriors und den Sacramento Kings ging gestern in ebenso ein siebtes und alles entscheidendes Game. Ich hatte das im Verlaufe dieses Duells schon mehrere Male gesagt, es ist eine der besten Playoff-Serien überhaupt, die ich je live mitverfolgt habe. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es die beste Erstrundenserie überhaupt war, die ich je gesehen habe. Sacramento startete traumhaft rein und konnte beide ihre ersten Heimspiele für sich entscheiden. Da war nichts zu sehen von fehlender Playoff-Erfahrung oder dass sie in ihre Defense das Genick bricht. Natürlich schlugen die amtierenden Champs dann zu Hause zurück und glichen die Serie aus, und da waren schon ein paar absolute Krimis dabei, extrem unterhaltsame, spannende Spiele mit wahnsinnigem Tempo, Shotmaking und einem überragenden Coaching-Duell. Spiel 5 ging dann wieder an Golden State, diesmal in Sacramento, was bedeutete, dass sie zu Hause in Spiel 6 die Chance haben würden, den Sack zuzumachen. Die Kings hatten allerdings andere Pläne und wehrten sich, man schoss die Warriors aus deren eigener Halle und wurde zum Spielverderber in San Francisco. Nun ist es also gestern Abend um 21.30 Uhr deutscher Zeit, danke nochmal dafür an die NBA, Spiel 7, do or die, win or go home. Und wir wurden nicht enttäuscht, was wir gestern Abend in Sacramento bestaunen durften, war ein historisches siebtes Spiel. Der Grund dafür hat einen Namen: Stephen Curry. Der womöglich beste Point Guard in der Geschichte dieses Sports zeigte einmal mehr, warum er auch mit 35 noch einer der besten Spieler der Welt ist. Nie erzielte ein Spieler mehr Punkte in einem Spiel 7, 50 an der Zahl, eine legendäre Performance in einem unfassbar wichtigen Game. Eine Niederlage hätte die Warriors-Saison enttäuschend beendet, vielleicht den Kern von Curry, Thompson und Green auseinandergerissen, aber Stephen Curry hatte andere Pläne. Es stand so viel auf dem Spiel und in solchen Momenten zeigen die großen Spieler, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Am Ende stand der Superstar bei 50 Punkten bei 20 von 38 aus dem Feld, er traf ihre 7 Dreier, legte 8 Assists auf und war plus 25 in seinen Minuten. Curry spielte unfassbar dominant, das ganze Spiel über, egal ob On-Ball oder Off-Ball, er kreierte am laufenden Band gute Looks für sich und seine Kollegen. Es war schon bezeichnend, dass die Kings nach 6 Spielen noch immer keinen blassen Schimmer hatten, wie man Steph auch nur ansatzweise ausbremsen soll. Aber schauen wir uns in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer dieses legendäre Stephen Curry Spiel an, eines der besten offensiven Games, das ich jemals von ihm und generell irgendeinem Spieler in so einem großen Moment gesehen habe. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Also, Golden State wird in Runde 2 auf die Los Angeles Lakers treffen, und an der Stelle der Hinweis, unsere neue Folge des Double Step Back Podcasts ist seit Samstag online, darin previewen Lorenzo und ich alle 2 treuen Serien und tippen unsere Gewinner. Die Links zu allen Podcatcher findet ihr in der Videobeschreibung, hört auch gerne mal rein. Aber bevor es um die nächste Runde geht, wollen wir natürlich zurück auf dieses legendäre Steph Curry Game schauen, welcher mal wieder im Pick and Roll für Angst und Schrecken sorgte. Wir haben darüber in der Vergangenheit schon eine Menge geredet, die Warriors sind eines der Teams, die mit am wenigsten direkte Ballscreens laufen in der gesamten Liga. Ich finde aber gerade, dass dieses aktuelle Dubs-Team am besten ist, wenn Steph den Ball in seinen Händen hat und mit Ballscreens Actions läuft. So wie hier direkt nach dem Tip-Off im ersten Angriff, High Pick and Roll von Looney, damit man Sabonis vom Korb wegzieht, und die Kings spielen Hedge and Recover Defense, wo Sabonis erst rausgeht und dann wieder zurück zu Looney gehen soll, allerdings rollt dieser ab, wird von Green gefunden und ist über alle Berge. Also direkt nochmal, genau gleich gespielt, nur diesmal reagieren die Kings, indem der Lowman De'Aaron Fox auf Looney wartet, allerdings haben die Dubs eine richtig gute Antwort, Wiggins cuttet und macht die einfachen Punkte am Korb. Direkt im nächsten Angriff müssen die Kings entsprechend reagieren, Sabonis sinkt ab und es wird eher zu einer Drop Coverage, und was machen die Warriors? Sie machen es einfach direkt nochmal, diesmal ist es ein richtiges Handoff, und weil Sabonis so tief steht, kommt Curry zu einem offenen Dreier, das nenne ich mal ein Schachspiel. Golden State ging in der Folge klein mit Green auf der 5, aber eine Sache änderte sich nicht, man involvierte Sabonis weit draußen im Pick and Roll, schaut, was Green hier aber clever macht, er blockt Sabonis weg, man nennt es auch den Defender Sealen, und darum muss Curry nur Monk aus dem Dribbling schlagen und schon ist er am Korb und macht die einfachen Punkte. Das Besondere ist, dass Curry 50 Punkte machte und trotzdem kam er wieder auf seine Mitspieler zu guten Looks, weil sich die gesamte Sacramento Defense natürlich auf ihn konzentrierte. Hier, 2 Defender sind bei ihm, der Vorteil ist kreiert, Green und DiVincenzo erweitern diesen und Wiggins kann am Ende Kapital draus schlagen.
Und es wären sogar noch deutlich mehr Punkte für Golden State gewesen, wenn nicht auch eine ganze Menge einfacher Chancen oder freie Würfe nicht genutzt worden wären. Hier auch schön, man leitet das Steph Curry Pick and Roll ein, in dem Green und Thompson vorher Off-Ball-Stuff machen und achtet wieder darauf, weil Sabonis so weit draußen ist, ist die komplette Mitte frei, heißt Curry muss nur an diesem vorbeiziehen und schon ist er am Korb. Das Resultat ist ein komplett offener Klay Thompson-3 aus der Ecke und die Kings haben richtig Glück. Sacramento konnte einem schon fast ein bisschen leid tun, weil egal was sie probierten, es funktionierte nicht, aber so ist es eben manchmal gegen einen der ganz, ganz Großen. Hier wieder das Curry-Draymond-Pick-and-Roll, weil Sabonis diesmal nicht involviert ist, switchen die Kings das, also wird es zu einer Isolation, das ist gute Defense, aber bessere Offense und die nächsten 3 Punkte für Golden State. Diese Curry-Stepback-Dreier in 1 gegen 1 Duellen sowie hier auch zu Beginn des dritten Viertels eröffnen so viel für sein restliches Game und gerade in Hälfte 2 ging der Point Guard immer wieder in 1 gegen 1 Duellen zur Arbeit. Hier holt er einen seiner Signature Moves raus gegen den hoffnungslos überforderten Verteidiger und zwar den Hesitation Shot Fake, wo er den Schritt zurück macht und es dann so aussieht, als ob Steph direkt in den Wurf gehen würde. Das macht er allerdings nicht, sondern täuscht diesen nur geschickt an, bekommt den Defender damit in die Luft und zieht an ihm vorbei. Diese Angst, die Verteidiger mal wieder haben müssen, und zwar dass Curry in den Wurf geht, diese Angst öffnet so viele Möglichkeiten zum Korb zu ziehen und daraus konnte Steph gerade im zweiten Durchgang massiv Kapital schlagen. Wir halten also fest, 1 gegen 1 Aktionen kannst du Curry an so einem Abend nicht geben, das haben auch die Kings irgendwann eingesehen und fingen an diesen zu doppeln, um den Ball aus dessen Händen zu bekommen, was für die Warriors jetzt aber auch nicht unbedingt etwas Neues war. Diese wussten ganz genau, was zu tun ist, wenn man auf so etwas reagiert, heißt sie liefen direkt anschließend Spielzüge, damit Curry zu einem offenen Kollegen passen kann, oder sie ließen den Ball generell laufen, bis man zu einem freien Wurf oder guten Look kommt. Wir sehen es hier in einer Sequenz nach der anderen und wir sehen auch, dass viele dieser Würfe nicht reingehen, das heißt aber in meinen Augen nicht, dass diese Taktik der Kings funktioniert hat, gerade Klay Thompson würde ich persönlich nicht so viele von solchen komplett offenen Würfen nehmen lassen, at Lakers. Die Warriors haben das schon extrem geschickt gemacht, sind immer wieder Hand of the Curry gelaufen, so wie hier mit Jordan Poole. Oder sie haben Curry zuerst Offball laufen lassen, dann kommt dieser an den Ball und kann sich direkt weiter bewegen. Man schlug Kapital aus seiner Gravity als Screener, seinem Offball-Movement, Curry ist halt kein One-Track-Pony, er kommt auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu seinen Würfen und kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen Einfluss auf so gut wie jeden Angriff der Warriors nehmen, wenn er auf dem Parkett steht. Es wird ein absoluter Albtraum für die Lakers, Steph zu verteidigen, sie werden sich wünschen, Caruso nicht abgegeben zu haben, da bin ich mir relativ sicher. Ich denke also, wir dürfen extrem gespannt sein, wie die Lakers es anstellen wollen, die Serie startet übrigens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und dann sind die Games im Zweitagestakt. Eins ist klar, mit Curry in dieser unmenschlichen, göttlichen Form werden die Golden State Warriors sehr, sehr schwer nur zu schlagen sein. Schreibt mir gerne mal nicht nur unten in die Kommentare, was ihr von seinem 7. Spiel gehalten habt, sondern auch, was ihr denkt, wie die Serie gegen die Lakers ausgehen wird. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.